gefallen bin. Keine Ahnung, was passiert ist, aber ich hoffe, Sie hören und sehen mich jetzt wieder. Also, worüber wollen wir heute sprechen? Wie lässt sich Diabetes bei Kindern verhindern, frühzeitig erkennen und optimal behandeln? Dazu haben wir wieder ein Expertenpodium für Sie vorbereitet und ich darf Sie Ihnen die Damen und Herren zunächst vorstellen. Einmal mehr begrüße ich ganz herzlich den Kongresspräsidenten dieses Diabeteskongresses 2021, Herrn Professor Lehnert. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie. Ich freue mich außerdem, dass Herr Professor Neu, der Vizepräsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, heute mit auf unserem Podium ist. Ein herzliches Willkommen nach Tübingen. Und Herr Professor Neu wird in Kürze auch der Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft sein. Das ist schön, Herr Professor Neu. Ich freue mich ganz besonders, dass heute auch die Geschäftsführerin der Deutschen Diabetesgesellschaft hier mit dabei ist und begrüße ganz herzlich Frau Bitzer, die nicht nur bei der DDG aktiv ist, sondern gleichzeitig Sprecherin der Deutschen Allianz nicht übertragbare Krankheiten, kurz DANKES. Herzlich willkommen, Frau Bitzer, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Und bei dem Thema, um das es heute geht, nämlich Diabetes bei Kindern und Jugendlichen, darf natürlich einer nicht fehlen, nämlich der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie, Herr Privatdozent Dr. Kapellen. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Ganz besonders freue ich mich, dass Frau Häusl unserer Einladung aufs Podium gefolgt ist. Frau Häusl ist Mutter eines Sohnes, bei dem im letzten Jahr oder mittlerweile sind schon 2 Jahre Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Und sie wird ihre Erfahrungen mit der Diagnose, mit dem Leben, mit der Krankheit mit uns hier teilen. Ganz herzlichen Dank schon mal an der Stelle, Frau Häusl, an Sie, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben. So, ich hoffe, dass wir keine weiteren technischen Probleme haben werden. Sie kriegen jetzt noch ein paar Regiehinweise von meiner Seite. Sie können jederzeit wieder Ihre Fragen in den Chat schreiben. Sobald ich da Fragen sehe, werde ich die an die Experten weitergeben. Sie können auch hörbar mit uns in Verbindung treten. Also wenn Sie Ihr Mikrofon dann anstellen, dann können Sie auch mit uns sprechen. Ich möchte Sie nur darum bitten, dass Sie uns im Vorfeld auch das im Chat ankündigen, damit wir das dann entsprechend wissen und schreiben Sie bitte auch immer Name und Medium zu Ihrer Frage, damit wir das entsprechend zuordnen können. Und einmal mehr auch der Hinweis, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und dann im Nachgang im Internet zur Verfügung gestellt. So, legen wir los mit unserem wichtigen heutigen Thema. Herr Professor Neu, Sie sind Kinderdiabetologe und begleiten tagtäglich Kinder und Jugendliche mit Diabetes und auch natürlich deren Eltern. Sie kennen die medizinischen Herausforderungen, Sie kennen aber auch die sozialen und familiären, die gerade Kinder, junge Menschen mit einer solchen Krankheit trifft. Jährlich erkranken 3.100 Kinder und Jugendliche neu an Diabetes. Also die Diagnose wird neu gestellt. Bei Diabetes Typ 2 sind es deutlich weniger. Es sind knapp 175. In der Öffentlichkeit wird zwischen den beiden Krankheitsbildern nicht so exakt unterschieden oftmals. Ich hatte das eingangs schon gesagt. Aber die beiden Krankheiten haben letztendlich total wenig miteinander zu tun und sind schon unbedingt zu unterscheiden. Und deswegen vielleicht zum Einstieg in diese Pressekonferenz von Ihnen erstmal, was hat es mit Diabetes Typ 1, was hat es mit Diabetes Typ 2 bei Kindern und Jugendlichen überhaupt auf sich? Vielen Dank, Frau Döblon. Nicht selten sehen sich Kinder und Jugendliche, die einen Diabetes haben, mit dem Vorwurf konfrontiert, dass Fehlernährung, Übergewicht oder mangelnde körperliche Aktivität ursächlich für ihre Erkrankung sind. Ein solcher Vorwurf wiegt schwer, sowohl für Kinder als auch für deren Eltern. Und er wiegt insbesondere deshalb schwer, weil er in den allermeisten Fällen nicht zutrifft. Kinder und Jugendliche mit Diabetes leiden in der Mehrzahl der Fälle an einem Typ-1-Diabetes. Früher wurde diese Form auch kindlicher oder juveniler Diabetes genannt und somit vom Typ-2-Diabetes, dem sogenannten Altersdiabetes, abgegrenzt. Heute lautet die korrekte medizinische Bezeichnung Typ 1 und Typ 2 Diabetes.
Der Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung. Diese Autoimmunerkrankung tritt unverschuldet, ohne eigenes Zutun und unabhängig vom Lebensstil und der Ernährung auf. Sie ist weder verschuldet noch vermeidbar, zumindest nicht nach aktuellem medizinischen Kenntnisstand. Der Typ 2 dagegen entsteht in aller Regel schleichend auf der Basis einer genetischen Disposition, besonders dann, wenn Übergewicht und Bewegungsmangel hinzukommen. Die Behandlung des Typ 1 Diabetes erfolgt ausschließlich und alternativlos durch Insulininjektionen, die mehrfach am Tag verabreicht werden müssen. Patienten mit einem Typ 1 Diabetes sind ohne Insulin nicht lebensfähig. Deshalb ist eine späte Erkennung des Typ 1 Diabetes auch mit einer gravierenden Stoffwechselentgleisung, mit einer sogenannten Ketoazidose verbunden und kann durchaus lebensbedrohlich werden. Der Typ 2 hingegen wird zunächst durch eine Lebensstiländerung, also gesunde Ernährung, vermehrte körperliche Aktivität behandelt. Orale Antidiabetika stellen eine weitere Behandlungsoption dar. Und im fortgeschrittenen Alter kann auch der Typ, im fortgeschrittenen Stadium kann auch der Typ 2 Diabetes mit Insulin behandelt werden. Sie haben es gesagt, Frau Döbler, jährlich erkranken deutschlandweit rund 3000 Kinder und Jugendliche neu an einem Typ 1 Diabetes und es leben rund 32.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 20 Jahren in der Bundesrepublik mit einem Typ 1 Diabetes. Die Neuerkrankungsrate steigt kontinuierlich an seit mehr als 20 Jahren, ohne dass wir wissen, was die Ursache dafür ist. Die Prävalenz des Typ 2 dagegen wird in dieser Altersgruppe auf rund 950 Patienten geschätzt, mit einer Neuerkrankungsrate von, auch das haben Sie gesagt, 175 Patienten pro Jahr. Wenn wir also davon sprechen, den Diabetes zu verhindern, so bezieht sich dies auf den Typ 2 Diabetes. Die frühe Erkennung und die gute Behandlung dagegen meint beide Formen des Diabetes bei Kindern und Jugendlichen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Neu. Also es sind ganz eindeutige Unterschiede. Diabetes Typ 1 ist ein Stück weit schicksalhaft, trifft die Kinder und Jugendlichen unverschuldet und ist, wenn es dann aber auftritt, eine Krankheit, die lebenslang mit Insulin therapiert werden muss. Gegen Typ 2 kann man präventiv etwas tun. Darüber werden wir heute auch im Rahmen dieser Pressekonferenz noch sprechen. Und diese Erkrankung lässt sich letztendlich verhindern. Gemeinsam ist in beiden Erkrankungen, dass die Zahlen der Erkrankten steigt. Sie hatten jetzt gesagt, auch beim Diabetes Typ 1 steigen die Zahlen. Man weiß aber nicht so recht, woher das rührt. Gibt es da, auch wenn man noch kein konkretes Wissen hat, aber doch Ansatzpunkte, die das erklärbar machen könnten? Das ist eine Frage, die sich ja ganz viele Menschen stellen. Es gibt kaum einen Faktor, der nicht untersucht und beleuchtet wurde in diesem Kontext. Sowohl klimatische Faktoren, geografische Faktoren, die Bevölkerungsdichte, der Industrialisierungsgrad, die Ernährungsgewohnheiten, die vorausgegangenen Virusinfektionen. Alle diese Faktoren wurden analysiert im Kontext mit der steigenden Diabetes-Inzidenz. Es lässt sich aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ein einzelner Faktor ausfindig machen, dem man diese Zunahme zuschreiben könnte. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit liegt die Ursache in unseren Lebensumständen, in den Lebensbedingungen. Das sehen wir daran, dass die Inzidenz in der früheren DDR zwar auch steigend war, aber sprunghaft auf Westniveau angestiegen ist nach der Wiedervereinigung.
Aha, also auch hier geht man davon aus, dass Umwelteinflüsse, Rahmenbedingungen in diesem Umfeld eine Rolle spielen. Korrekt. Hier kommt eine Frage schon im Chat, und zwar, wie viele junge Typ-2-Patienten hatten Sie selbst denn schon? Und hatten diese Betroffenen bestimmte Merkmale, wie beispielsweise Eltern oder Großeltern, die auch schon Diabetes Typ 2 hatten? Weil da ja auch diese erbliche Komponente eine Rolle spielt. Wir sprachen gestern über Genetik und Epigenetik, die da ja einen gewissen Einfluss hat. Ja, in der Tat, diese wenigen Patienten verteilen sich in Deutschland natürlich auf sehr viele Zentren. Und deshalb hat niemand eine große Zahl, sondern die meisten Zentren überblicken 3 bis 5 Patienten mit einem Typ-2-Diabetes. Wir sehen jährlich 1 bis 2, die zu uns kommen. Und natürlich haben die in aller Regel gewisse Merkmale. Und das hervorstechendste Merkmal ist in aller Regel, nicht immer, aber doch sehr häufig die Adipositas, das Übergewicht. Also das kann man schon eindeutig feststellen. Lebensstil spielt da eine Rolle, auch wenn die Zahl der Patientinnen und Patienten bislang zum Glück klein ist. Aber wir werden ja noch darüber sprechen, dass das, was eben an Adipositas-Problematik bei Kindern und Jugendlichen schon da ist, eben auch einen späteren Diabetes begünstigen kann. Bleiben wir nochmal ganz unmittelbar bei den Kindern, auch bei den Kindern eben mit Diabetes Typ 1. Sie sind ja nun, Herr Bosonoy, eben Kinderdiabetologe, wie Sie sagten, werden als solcher auch Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Was wäre denn Ihr Anliegen, was ist Ihr Anliegen, was an Wissen, an Erkenntnis, an Aufmerksamkeit auch für die Kinderdiabetologie künftig entstehen sollte? Ein ganz wichtiges Anliegen, und darüber wird mein Kollege Herr Dr. Kappell nachher sprechen, ist die frühe Erkennung des Typ 1 Diabetes. Mit einer frühen Erkennung können wir gravierende Stoffwechselentgleisungen vermeiden, können wir gefährliche Stoffwechselentgleisungen vermeiden und den Einzelnen sehr viel Leid ersparen. Und diese frühe Erkennung ist durchaus möglich. Auch das werden wir hören. Und das wäre mir persönlich ein ganz wichtiges Anliegen in diesem Kontext. Ganz herzlichen Dank, Herr Bosonoy. Erstmal soweit über die Kampagne zur Früherkennung bei Diabetes Typ 1 werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Und das ist auch gut soweit. Das ist maximal wichtig, wie wir hören werden. Diabetes ist eine Krankheit, die es wirklich in unterschiedlichen Formen gibt. Das haben wir von Herrn Bosonoy gelernt, die auch in unterschiedlichen Lebensaltern auftreten kann. Gemeinsam ist aber auch, egal ob es jetzt Typ 1 oder Typ 2 ist, dass es in aller Regel eine chronische Erkrankung ist, dass es eine Erkrankung ist, die die Menschen dann lebenslang begleitet. Und das ist natürlich vor allem dann sehr relevant, wenn es sich um Kinder und Jugendliche handelt, die wirklich ab der Diagnose lebenslang dann mit dieser Krankheit umgehen müssen. Eine besonders kritische Phase ist da in dieser Krankheit immer die Zeit der Pubertät, des Erwachsenenwerdens. Natürlich werden eben aus den Kindern und Jugendlichen irgendwann mal Erwachsene, die dann vielleicht als Erwachsene nicht mehr bei Herrn Bosonoy in der Kinderdiabetologie sitzen wollen, aber vielleicht immer noch müssen, weil es diesen Übergang zwischen Kinderdiabetologie und Erwachsenendiabetologie in der Form nicht gibt. Herr Professor Lehnert, was ist wichtig, um diesen Übergang in der Versorgung gut zu gestalten und sicherzustellen, dass da wirklich auch keiner mit dieser chronischen Krankheit auf einmal in der Versorgung verloren geht? Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Döbler, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, was Sie hier ansprechen. Und ich glaube, Herr Professor Neu hat uns ja sehr, sehr deutlich gemacht in seinen Worten, dass wir es mit dem insbesondere Typ 1 Diabetes schon mit einer sehr komplexen und sehr besonderen Problematik zu tun haben und einer Problematik, die dann auch in den unterschiedlichen biografischen Phasen auch jeweils unterschiedlich gesehen muss. Und irgendwann werden Kinder und Jugendliche mit einem Typ-1-Diabetes älter und erwachsen. Und dann müssen wir alles dafür tun, dass die Versorgung dann weiter funktioniert. Denn
Wir würden einen 50-jährigen Typ-1-Diabetiker eher seltener in die Kinderklinik schicken als in eine andere Einrichtung. Und das bedeutet gleichzeitig, wir brauchen kluge Instrumente, um mit der Situation umzugehen. Wir sprechen ja hier von der Transition, das heißt dem Übergang des chronisch erkrankten Jugendlichen von der Kinder- und Jugendmedizin in die sogenannte Erwachsenenmedizin. Und um das, um die problematische Nachricht vorwegzunehmen, diese Übergangsphase ist in Deutschland noch lange nicht so organisiert und strukturiert, wie wir uns das gerne wünschen und vorstellen würden. Und man sollte vielleicht auch eher nicht von einer Transition, sondern eher von einer Transitionsphase reden. Transition klingt so ein bisschen punktuell. Es ist ein langer Zeitraum, der hier gesehen werden muss. Und wir reden hier schon lieber von einer Transitionsphase, um diesen Übergang dann ein bisschen plastischer auch darzustellen. Lassen Sie mich kurz nochmal zurückkommen auf die Bedeutung des Problems von Professor Neujahr schon skizziert. Wir haben im Moment etwa 32.000 Kinder und Jugendliche Alter 0 bis 17 mit einem Typ-1-Diabetes in Deutschland. Jedes Jahr kommen über 3.000 dazu. Und wir hatten es ja schon gehört, dass die Steigerung auch zunimmt, die jährliche Steigerung nimmt um über 3% zu. Also das ist schon ganz erheblich, was auf uns zukommt. Ursachen, wie von Professor Neu gehört, sehr, sehr, sehr komplex. Und also ein großes Problem, auch zahlenmäßig ein großes Problem, dem wir uns stellen müssen. Aber es ist auch medizinisch ein Problem, was zahlreiche Besonderheiten aufweist. Und ich lehne mich hier auch an einen sehr schönen Artikel an, den Professor Neu und Professor Gallwitz in einem Heft des Internisten geschrieben haben, das ich herausgegeben habe. Und hier wurde auch nochmal sehr klargestellt, es ist eine Phase, die ist biografisch ganz besonders. Wir haben in der Pubertät oder in der Altersgruppe 14 bis 18 haben wir ein zunehmendes, zu Recht auch zunehmendes Unabhängigkeitsstreben der Kinder und Jugendlichen, Aufbau eines neuen Wertesystems, was durchaus auch mit der Krankheitsbewältigung, dem Krankheitsmanagement interferieren kann. Es sind zahlreiche immer hormonelle Veränderungen, Wachstumsphase, Pubertät. Das heißt, es findet eine kleine endokrine Revolution im Körper statt und die ist kontraproduktiv, was die Diabeteseinstellung angeht, denn es werden viel mehr Hormone ausgeschüttet, Wachstumshormone, Sexualsteroide und so weiter, die dann auch mit der Blutzuckereinstellung interferieren können. Wir erleben leider, dass in dieser Phase auch andere Probleme zunehmen, häufiger psychische Probleme da sind. Essstörungen ist ein großes Thema, Ernährungsgewohnheiten, Alkohol. Das sind, muss man die Augen wirklich offen halten, das sind die Themen, mit denen wir es in der Phase zu tun haben, was die Phase so kritisch macht und damit auch eine Betreuungs- oder Transitionsphase so wirklich bedeutsam macht. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund oder mit dem Wissen, dass bereits in der Phase Kinder, Jugendliche mit einem Typ-1-Diabetes in etwa 10% der Fälle bereits Spätkomplikationen haben, insbesondere mikrovaskuläre Störungen. Das heißt, es handelt sich hier insbesondere um eben Probleme auf Ebene der Neuropathie und insbesondere auch Nephropathie, die hier eine Rolle spielen. Zurück also, nachdem wir nochmal, glaube ich, damit uns alle sehr klar sind, dass wir es hier mit einem großen Problem zu tun haben, was medizinische und psychosoziale Dimensionen hat, neben der Strukturierung der Betreuungssituation, sollten wir jetzt abschließend nochmal zu dem Thema kommen, wie strukturiere ich eine solche Phase? Hier auch etwas ernüchternd. Dr. Kapellen ist Mitautor einer Studie, die gerade von der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie in Diabetologie und Stoffwechsel publiziert wurde. Ein bisschen ernüchternd die Studie. Gut, man muss auch kritisch auf die Zahlen gucken, weil lieber Herr Kapellen, so, Sie haben viele angeschrieben, aber wenige haben geantwortet, muss man leider sagen. Aber es haben also vielleicht nur 15% der Angeschriebenen geantwortet, aber von denen wiederum
sind es nur 25%, die ein strukturiertes Programm nutzen. Also es sind wirklich extrem wenige. Und das macht schon ein bisschen stutzig und zeigt aber auf der anderen Seite, wir haben ja ein Riesenthema, lieber Herr Neu, großes Thema für die nächste Amtsperiode, glaube ich, da wirklich was aufzusetzen. Und dennoch, klares Ergebnis dieser Befragung und lesenswerte Artikel in Diabetologie und Stoffwechsel, der Bedarf, und das sagen fast alle, der Bedarf für ein strukturiertes Programm ist extrem groß. Wie könnte, und damit bin ich jetzt ganz am Schluss, ein solches strukturiertes Programm aussehen? Wir erfinden das Rad nicht neu. Berlin ist hier, wie so oft, liebe Frau Witzer, Vorreiter. Und es gibt ein Berliner Transitionsprogramm. Und gerade für den Typ-1-Diabetes, was relativ strukturiert vorgeht. Und die wesentlichen Elemente sind die, wir legen das Alter fest. Das ist beim Diabetes aus meiner Sicht 18 bis 21, in denen diese Übergabe stattfinden sollte, aufgrund der Besonderheiten der Pubertät, die ich gerade skizziert habe. Es wird prospektiv, werden die Weiterbehandlungsmöglichkeiten diskutiert, vom Pädiater angesprochen, und unbedingte Einbeziehung des Umfeldes, der Familie, Förderung des Selbstmanagements, neue Schulungen, interdisziplinäres Behandlungsteam, kontinuierliche Übergabe vom Pädiater zum Internisten oder Diabetologen mit allmählichem Outfaden des Pädiaters und Infaden, wie man so schön sagt, des Internisten und Diabetologen. Und idealerweise, wenn es in einem klinischen, also Krankenhaussetting stattfindet, gibt es einen Transitionsmanager, der das Ganze dann organisiert. Das kann funktionieren, und viele Kliniken, gerade Unikliniken, haben das Programm aufgebaut. Tübingen sicher, in Lübeck haben wir es auch aufgebaut. Aber es bedarf wirklich der konsequenten Konzepterstellung und Umsetzung. Und dass es sich lohnt, zeigen erste Daten, das muss sicher noch besser erforscht werden. Aber die Qualität der Einstellung ist nach einer solchen strukturierten Übergabe definitiv besser, als wenn keine stattfindet. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Lehnert. Also ganz klar, die Phase des Erwachsenwerdens mit dieser Krankheit ist eine ganz schwierige. Sie ist medizinisch eine schwierige. Sie hat das ausgeführt. Die Hormone spielen da zum Teil verrückt und haben natürlich auch einen Einfluss dann auf den Stoffwechsel. Es ist psychologisch eine schwierige und es ist in der Versorgung eine schwierige, weil eben die Strukturen nicht da sind, wie sie da sein sollten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist aber die Empfehlung, die Zeit der Pubertät noch beim Kinderdiabetologen quasi zu durchlaufen und dann relativ spät, also in einem Erwachsenenalter von 18 bis 21, erst dann die Übergabe vorzubereiten in die Erwachsenenmedizin, sage ich jetzt einfach mal. Welche Aufgabe liegt denn da bei wem? Was muss der Kinderdiabetologe wann machen? Wie sollten Kinderdiabetologe, Erwachsenendiabetologe zusammenarbeiten? Also wie soll diese strukturierte, vernetzte Versorgung tatsächlich aussehen? Also wie ist auch die Kooperation zwischen den verschiedenen diabetologischen Akteuren dann idealerweise zu organisieren? Ja, das ist sicher eine der schwierigsten Fragen. In einer Klinik relativ einfach. Da kann man dann wirklich, dann gibt es eine Transitionssprechstunde, in der beide zusammen sitzen, der Pädiater oder die Pädiaterin, die Internistin, der Internist, und gemeinsam mit Patient, Familie. Und dann wird die Übergabe erst zunächst einzeln vom Pädiater besprochen, skizziert, was passiert wann, und dann gemeinsame Besprechung, vielleicht noch eine gemeinsame Besprechung und dann Übernahme durch den internistischen Kollegen. Das ist in der Klinik nicht schwer zu machen. In der man braucht einfach nur die Ressourcen, und die Mitarbeiter in ärztlichen und Pflegemitarbeiter, um das zu organisieren. Viel schwieriger ist es in der niedergelassenen Medizin. Ich meine, viele Typ-1-Kinder sind ja, werden auch nicht in der Klinik betreut, sondern fast ausschließlich dann durch einen Pädiater oder niedergelassenen Diabetologen. Da ist es definitiv schwieriger. Da würde ich immer dazu raten, wenn irgend möglich, dass für diese Phase, Übergangsphase, sind ja jetzt nicht
unendlich viele treffen, dass da eine Zusammenarbeit mit einer Klinik stattfindet. Das halte ich, das ist ambulant tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was die anderen für Erfahrungen haben, aber das halte ich für ein bisschen kompliziert zu organisieren. Darf ich Sie an der Stelle, Herr Professor Neu, nochmal ansprechen? Wie praktizieren Sie das aktuell? Wir hören Sie nicht. Bitte laut stellen. Wir bereiten die Kinder üblicherweise sehr früh auf die Transition vor. Das beginnt etwa mit dem 14. Lebensjahr, mit entsprechenden Schulungen, die die Selbstständigkeit und die Eigenständigkeit fördern. Der tatsächliche Prozess des Transfers erfolgt dann aber, wie Herr Lehnert schon sagte, eher spät, also zwischen 18 und 21, wenn die somatische, die körperliche Entwicklung abgeschlossen ist und eine gewisse Konsolidierung der Stoffwechsellage erfolgt ist. Und das ist im frühen Erwachsenenalter der Fall und da findet bei uns dieser Prozess statt. Allerdings ist es auch für uns als Klinik ein sehr schwieriger Prozess, denn wir bedienen 9 Landkreise, in denen die Kinder weiterversorgt werden. Häufig steht zu diesem Zeitpunkt ein Ortswechsel an. Das heißt, die Veränderung der Lebensumstände genau zum gleichen Zeitpunkt erschwert diese Veränderung der medizinischen Betreuung. Aber ein ganz wichtiger Aspekt scheint es zu sein, die Kinder selbst auch frühzeitig darauf vorzubereiten und in ihrer Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit ein Stück weit zu stärken, dass sie eben weiterhin auch Akteure ihrer Krankheit bleiben, weil letztendlich kommt es ja wirklich darauf an, dass das Selbstmanagement bei den Patientinnen und Patienten weiterhin aufrechterhalten wird oder gestärkt wird noch weiterhin. Die beste Vorbereitung ist, die Kinder sicher auf eigene Füße zu stellen oder die Jugendlichen sicher auf eigene Füße zu stellen, damit sie nicht untergehen in diesem Prozess der Transition. Sicherlich auch etwas, wo Eltern einen wichtigen Beitrag leisten können. Darauf werden wir ja sicherlich auch noch zu sprechen kommen, wenn wir mit Frau Häusle dann ins Gespräch kommen. Ganz herzlichen Dank erstmal soweit. Wir haben jetzt erstmal über Diabetes Typ 1 gesprochen. Wir haben gelernt, das ist eine Krankheit, die lässt sich nicht vermeiden. Da spielt der Lebensstil auch überhaupt keine unmittelbare Rolle. Ganz anders ist es beim Diabetes Typ 2, der sich schleichend entwickelt und wo eine ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung beispielsweise die Grundlage dafür legt, dass eben auch später im Verlauf des Lebens ein Diabetes Typ 2 entwickelt wird. Heute schon ist jedes 7. Kind in Deutschland übergewichtig und das nicht ohne Grund, weil Kinder kommen gar nicht drum rum, eigentlich von allen möglichen Seiten auf ungesunde Lebensmittel aufmerksam gemacht zu werden. Und selbst wenn sich die Eltern gesund ernähren, in dem Moment, wo die Kinder ins Internet gucken oder den Fernseher einschalten, sehen sie überall Werbung für vermeintlich gesunde, aber tatsächlich sehr ungesunde Lebensmittel, Frau Bitzer. Das ist etwas, wogegen die DDG und Dank jetzt schon seit einigen Jahren sehr aktiv kämpft. Sie fordern eine bundeseinheitliche Regelung, ein bundeseinheitliches Verbot für Werbung, die sich an Kinder richtet und ungesunde Lebensmittel zum Gegenstand hat. Warum ist das wirklich zwingend, um die Diabetes-Pandemie mit Blick auf den Diabetes Typ 2 nachhaltig aufzuhalten? Ja, liebe Frau Döbler, vielen Dank für die nette Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier heute die Deutsche Diabetesgesellschaft, aber auch das Wissenschaftsbündnis Deutsche Allianz nicht übertragbare Krankheiten vertreten darf und zu dem Thema Kinderwerbung berichten darf. Sie ahnen es sicherlich, Kinder sind täglich einer Vielzahl von Werbeeinflüssen ausgesetzt. Süße Snacks, meist fettiges Fastfood, überzuckerte Softdrinks, das alles wird häufig präsentiert mit Comicfiguren von Idolen aus Film und Fernsehen und ganz häufig im Internet sogar von Kindern gleichen Alters. Die Zahlen einer aktuellen Studie, die die Deutsche Diabetesgesellschaft gemeinsam mit der AOK, DANK und weiteren Fachgesellschaften an der Universität Hamburg in Auftrag gegeben hat, zeigt alarmierende Ergebnisse. Es zeigt sich, dass jedes mediennutzende Kind zwischen 3 und 13 Jahren pro Tag durchschnittlich mehr als 15 Werbung für ungesunde Produkte sieht. 92% der gesamten Lebensmittelspots, die
Kinder im Fernsehen sehen, sind für ungesunde Produkte. Und das muss man betonen, obwohl die Industrie bereits eine freiwillige Selbstverpflichtung eingegangen ist seit vielen Jahren und sich verpflichtet hat, auf diese Bewerbungen zu verzichten. Rund 70% der von Kindern gesehenen Werbungen im Fernsehen richtet sich durch seine Aufmachung, also durch diese Darbietung mit Comicfiguren, durch Kinderoptik oder aber auch durch das Umfeld der Ausstrahlung, also die Sendezeit oder die Art der Sendung, die sich an Kinder richtet. 70% richtet sich direkt an Kinder. Fernsehen ist das eine Sache, aber nicht nur dort werden Versuche geschürt. Zunehmend wächst der Einfluss der sozialen Medien und Online-Plattformen. Er ist schon groß und er wächst weiter. Influencer sind heutzutage große Vorbilder unserer Kinder. Sie schüren die Sehnsucht in den Kindern, ebenso erfolgreich zu sein mit vielen tausend Followern. Da wird viel nachgeahmt, da wird kopiert und gerade wenn es um Konsum- und Essverhalten geht. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Werbeimpressionen oft gar nicht so auf den ersten Blick als Werbung erkennbar sind. In sogenannten Unboxing-Videos werden ungesunde Lebensmittel von den Influencern vor der Kamera ausgepackt, getestet und empfohlen. In anderen Videos werden Kinder mit Videos direkt in Fastfood-Restaurants mitgenommen, wo dann neue Produkte vorgestellt und getestet werden. Und ganz praktisch, manchmal wird auch in der heimischen Küche von gleichaltrigen Influencern eine Art Schnellrestaurant aufgebaut, wo dann die ganzen Produkte von der Familie verkostet werden. Also da gibt es vielfältige Angebote, das ist wirklich erschreckend. Und wenn man das auch sieht, einmal angeklickt und angeschaut, folgen gerade in den sozialen Netzwerken häufig weitere Empfehlungen für ähnliche Produkte oder direkt Weiterleitung auf die Produktseiten der Hersteller. Da geht es dann zu Gewinnspielen, zu Bastelanleitungen, also alles Dinge wirklich, um unsere Kinder direkt zu binden und diese Produkte dort anzupreisen. Und das Ganze, obwohl eine Vielzahl von Studien belegen, dass Kinder durch derartige Werbung dazu animiert werden, deutlich mehr Kalorien zu sich zu nehmen als notwendig. Und dass auch gerade Fastfood-Werbung, gerade das Vorbild von Eltern, die an sich auf eine gesunde Ernährung achten, dass gerade dieses gute Vorbild der Eltern ausgehebelt wird. Und da fragen wir uns natürlich, warum lässt die Politik diese unnötigen Versuchungen zu? Warum lässt sie zu, dass diese Versuchungen zusätzlich noch direkt in unsere Kinderzimmer transportiert werden? Und hier sind wir eindeutig auch im Wissenschaftsbündnis DANK, sind 23 medizinische Fachgesellschaften und Organisationen vertreten. Hier sind wir uns einig, der Schutz der kindlichen Gesundheit muss hier höher gewertet werden als die Gewinninteressen der Industrie. Und Frau Döbler, Sie haben es bereits gesagt, jedes siebte Kind ist heute schon zu dick. Zusätzlich hat jetzt natürlich noch der Lockdown und die Pandemie das Problem des kindlichen Übergewichts weiter verschlimmert. Hier fiel der ausgleichende Schulsport oder der Sport in Vereinen weg. Die Schulspeisung fand nicht statt. Kinder haben sicherlich deutlich mehr Zeit vor dem Fernseher oder im Internet verbracht. Also eine Situation, die sich noch erschwerend auswirkt. Daher muss die Corona-Pandemie in unseren Augen auch ein Weckruf sein. Ein Weckruf an die Politik, mehr im Bereich Prävention zu tun, verbindliche gesamtgesellschaftliche Maßnahmen zu etablieren. Und da ist ein Verbot von an Kinder gerichteten Werbemitteln längst überfällig. Auf ein Einsehen der Lebensmittelindustrie, auf freiwillige Selbstverpflichtung dürfen wir nicht zählen. Das zeigt auch diese Studie wieder ganz deutlich. Wir brauchen ein gesetzliches und zwar ein bundeseinheitliches Werbeverbot. Das könnte ähnlich dem Tabakwerbeverbot aussehen und das wäre sicherlich ein wichtiger Meilenstein. Natürlich wird ein Werbeverbot allein nicht ausreichen, um diese Adipositaswelle und die zahlreichen Folgeerkrankungen aufzuhalten und auch nicht ausreichen, um das ganze damit verbundene Leid, das die Betroffenen erfahren, aber auch die hohen Kosten für die Solidargemeinschaft aufzuhalten. Hier ist die Politik in der Pflicht, ein Umfeld zu schaffen, das es Kindern, aber auch allen Menschen leichter macht, sich gesund zu ernähren und mehr zu bewegen. Und dazu braucht es ein Bündel an Maßnahmen. Und das sind Maßnahmen, die die Weltgesundheitsorganisation seit vielen Jahren empfiehlt und die auch in vielen anderen europäischen Ländern bereits umgesetzt werden. Und die möchte ich kurz nennen. Und das ist an erster Stelle ein verpflichtender Nutri-Score,
also eine Kennzeichnung auf dem Lebensmittel auf der Vorderseite, dass der Verbraucher direkt im Supermarkt entscheiden kann, für welches Produkt entscheide ich mich. Er steht vor einem Regal mit Hunderten von Müsli-Sorten. Er kann überlegen, nehme ich das mit dem roten Punkt, nehme ich lieber das mit dem orangen oder grünen. Er kann eine bewusste Entscheidung treffen. Wir brauchen als zweites eine nach Nährwertsteuer gestaffelte Mehrwertsteuer. Das heißt, wir nennen es auch gerne gesunde Mehrwertsteuer. Das heißt, gesunde Produkte sollten von der Mehrwertsteuer entlastet werden. Obst und Gemüse sollte komplett von der Mehrwertsteuer befreit werden. Im Gegenzug sollten besonders ungesunde Lebensmittel, die viel Zucker, Fett oder auch Salz enthalten, mit einem erhöhten Mehrwertsteuersatz belegt werden, wie zum Beispiel besonders zuckerreiche Erfrischungsgetränke. Ferner halten wir es für ganz wichtig, mindestens eine Stunde Schulsport verpflichtend in Kita und Schule einzuführen. Das muss jetzt nicht unbedingt die Sportstunde sein, das kann auch eine Stunde Bewegung sein, aber dass dies verpflichtend in dem Tagesablauf integriert ist. Und als letzten wichtigen Punkt wäre die verbindliche Umsetzung der Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in der Kita- und Schulernährung, damit Kinder dort wenigstens die Möglichkeit haben, einmal am Tag eine gesunde Mahlzeit zu sich nehmen und auch diese Erfahrung dann mit nach Hause tragen. Und abschließend muss man sagen, unser Staat reguliert so viel, er möchte garantieren, dass Kinder gesund aufwachsen und trifft dafür viele Maßnahmen, zum Beispiel eine Gurtpflicht für Kinder im Auto. Sie müssen in die Kita gehen, sie müssen gegen Masern geimpft werden, sicherlich viele, viele sinnvolle Maßnahmen. Wenn es aber um Werbung für ungesunde Lebensmittel geht und damit um die Gesundheit der nächsten Generation, da ist im Moment offensichtlich alles erlaubt. Und da ist hier nochmal mein Appell an die Politik. Wir brauchen endlich mehr Anreize für eine gesunde Ernährung und weniger Anreize für ungesunde Ernährung wie süße Snacks oder fettiges Fastfood. Und hier wäre aus unserer Sicht ein gesetzliches Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel an Kinder ein erster Schritt. Der gehört auf die politische Agenda und in den nächsten Koalitionsvertrag. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Bitzer, für diese sehr klaren Worte. Es ist deutlich geworden, es braucht natürlich ein Bündel an Maßnahmen in Bezug auf Verhältnisprävention, damit die Kinder eben auch in einer gesundheitsfördernden Umgebung aufwachsen und damit auch späteres Übergewicht oder Diabetes Typ 2 verhindert wird. Aber ein doch ganz entscheidender Hebel ist sicherlich auch dieses Werbeverbot für die ungesunden Lebensmittel. Sie hatten gesagt, 15 dieser Werbungen sieht ein Kind jeden Tag. Das ist ja fast unvorstellbar. Und das, obwohl es schon eine freiwillige Selbstkontrolle der Industrie gibt. Jetzt hat die Bundesministerin Frau Klöckner ja nochmal nachgebessert und diese Selbstkontrolle etwas ausgebaut. Wie hoffnungsfroh sind Sie denn, dass wir von der Freiwilligkeit wirklich wegkommen und endlich dazu verbindlichen Gesetzen und zu verbindlichen Regeln, wie Sie es ja auch mit dem Tabakwerbeverbot oder auch der Gurtpflicht durchaus als Beispiele angeführt haben? Es ist ja möglich, aber warum tut sich da die Politik so schwer? Und glauben Sie daran, dass sich das ändern wird? Ja, wir wundern uns auch, dass sich die Politik so schwer tut. Eigentlich sind das Maßnahmen, die einfach umzusetzen wären. Leider setzt die Politik nach wie vor auf freiwillige Maßnahmen. Daran wird jetzt auch diese neue Vereinbarung, die Ernährungsministerin Klöckner mit dem Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft geschlossen hat, in unseren Augen nichts ändern. Es besteht bereits eine Vereinbarung, Sie haben es erwähnt, die hat nichts gebracht. Jetzt wird der Schutzkreis der Kinder von 12 Jahre auf 14 Jahre ausgeweitet. Wir sehen nicht, dass diese 2 Jahre, diese Ausweitung etwas daran ändern werden. Die Industrie darf nicht mehr mögliche positive Eigenschaften dieser ungesunden Produkte hervorheben. Auch das ist bisher ungebremst passiert. Wir sehen nicht, dass Freiwilligkeit was nutzt. Und in unseren Augen ist eigentlich auch die Zeit vorbei, über Freiwilligkeit zu diskutieren. Wir brauchen jetzt wirklich gesetzliche Maßnahmen. Andere Länder machen es vor. Man kann nach Großbritannien schauen, man kann nach Chile schauen. Man sieht in diesen Ländern, dass diese Maßnahmen ihre Wirkung erzielen. Es muss auch gar nicht immer zum Nachteil der Industrie sein. Wir sehen das in Großbritannien, dass über 2/3 der Industrie diese Softdrinksteuer, die dort eingeführt wurde, oder diese Abgabe, wie es ist, begrüßen, obwohl auch diese, die damals abgelehnt haben. Also es kann durchaus ein Win-Win-Effekt auch für beide Seiten sein. Und wir sehen es dringend notwendig, dass derartige Maßnahmen in Deutschland eingeführt werden.
Hier kommt eine Frage im Chat, und zwar, ob es nicht auch ein Ansatz wäre, seitens der DDG beispielsweise bei den Influencer und Influencerinnen anzusetzen und die auch zu informieren, aufzuklären, was sie da eigentlich machen und dafür zu gewinnen, eher eben für gesunde Lebensmittel Werbung zu machen, was sie ja letztendlich machen, als für die ungesunden. Gibt es da einen Ansatz, gibt es da eine Chance, sehen Sie da Möglichkeiten oder ist das Geld da einfach der Lebensmittelindustrie stärker als alles andere? Also für uns jetzt darauf Einfluss zu nehmen, ist sicherlich nicht so einfach. Aufklärung und Appelle sind wichtig, das ist keine Frage. Wir sehen aber, wie diese alleinige Strategie gescheitert ist. Das ist das, worauf die Regierung im Moment setzt, auf Aufklärung und Appelle. Iss gesünder, ernähr dich besser, beweg dich mehr, wirb nicht für ungesunde Produkte. Das allein reicht nicht. Es braucht eben flankierend wirklich gesetzgeberische, verbindliche Maßnahmen, die bevölkerungsweit wirken. Und wir wollen ja auch gar nicht alles verbieten. Wir wollen nicht jegliche Art von Werbung verbieten. Es ist weiterhin möglich, für gesunde Produkte zu werben und es ist weiterhin auch möglich, an Erwachsene zu werben. Aber die sehr vulnerable Zielgruppe der Kinder, die möchten wir schützen vor diesen Versuchungen. Ganz herzlichen Dank nochmal für diese Ergänzung und Erläuterung. Was bei Diabetes Typ 2 diese Präventionsmaßnahmen sind, über die wir gerade mit Frau Bitzer gesprochen haben, ist bei Diabetes Typ 1, Herr Professor Neu hat es schon angesprochen, die Früherkennung, die ganz entscheidend ist. Obwohl es die häufigste chronische Stoffwechselerkrankung im Kindes- und Jugendalter ist, der Diabetes Typ 1, wird er häufig zu spät erkannt, weil einfach die Symptome nicht zu Recht bekannt sind. Nicht selten kommt es sogar zu einer Ketoazidose, zu einer wirklich schwerwiegenden Stoffwechselentgleisung, die dann auch lebensgefährlich sein kann. Und auch die spätere Behandlung und den späteren Verlauf der Erkrankung belastet, Herr Dr. Kapellen. Sie wollen jetzt seitens DDG und AGBD mit einer Kampagne dagegen vorgehen, aufklären, Eltern, Ärzte informieren, auf welche Symptome in besonderer Weise zu achten ist und dass man eben sehr frühzeitig reagieren soll. Die Kampagne ist, glaube ich, zu Beginn des Jahres bereits gestartet. Warum ist es so wichtig? Worüber klären Sie da auf? Klären Sie uns bitte auf. Genau, also der Professor Neu hat es ja auch schon erwähnt, es sind etwa 3000 Neuerkrankungen pro Jahr mit Typ-1-Diabetes. Wenn man sich das jetzt aufs ganze Land verteilt anschaut, ist es natürlich für jeden Kinderarzt oder für jeden niedergelassenen Hausarzt eine sehr geringe Anzahl von Patienten, die der in seinem Berufsleben sehen wird. Das heißt, weder Ärzte noch die Eltern und Patienten selbst wissen ausreichend gut Bescheid über die typischen Symptome, die auftreten. Und diese sind eben ständiger Durst. Man muss häufig auf Toilette Wasser lassen. Man nimmt letztlich an Gewicht ab und wird müder, ist weniger leistungsfähig. Diese Symptome, die sind wichtig zu wissen, um frühzeitig, bevor eben diese Stoffwechselentgleisung, die Sie erwähnt haben, diese diabetische Ketoazidose, also eine Übersäuerung des Blutes durch einen absoluten Insulinmangel und Flüssigkeitsmangel entstehend, zu bekommen. Wir haben in Deutschland weiterhin, und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten, eine Rate von mehr als ein Viertel der Kinder, die in so einer Stoffwechselentgleisung in die Kliniken aufgenommen werden. Und das bedeutet natürlich teilweise oder zum Großteil werden diese Patienten dann tatsächlich erstmal intensivmedizinisch betreut. Das ist ein wahnsinniger Stress für die Familie, für die Kinder. Die können erstmal nicht zusammen in Ruhe diese Krankheit, die da auf sie zukommt, annehmen, sondern sie kommen in einen Medizinbetrieb der Intensivmedizin und das ist wesentlich schwieriger für solche Familien, schon von Beginn an. Wir wissen aber auch, das haben Sie auch erwähnt, dass letztlich so eine Stoffwechselentgleisung auch dazu führt, dass im späteren Diabetesverlauf die Stoffwechseleinstellung häufig schlechter ist. Was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich in Kooperation mit dem Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte einen Flyer an 6000 Kinderarztpraxen versendet. Auf diesem Flyer sind diese typischen 4 Symptome sowohl als Symbol als auch im Text erwähnt. Und dieser Flyer wird ausgegeben, so ist unser Wunsch und so haben wir es mit dem BVKJ und den Kollegen Kinderärzten besprochen, bei 2 Vorsorgeuntersuchungen, nämlich bei der U6 im ersten Lebensjahr und bei der U7a im dritten Lebensjahr,
Das lehnt sich an eine Kampagne, die in Stuttgart schon durchgeführt wurde von Herrn Dr. Holder und die schon erfolgreich war. Im Jahr 2015 bis 2017 konnten die Kollegen hier, insbesondere bei den Kleinkindern, die Ketoazidose um die Hälfte reduzieren. Das würde bedeuten, dass wir, wenn wir das tatsächlich jetzt mit unserer Kampagne deutschlandweit schaffen, tatsächlich einen großen Erfolg bezüglich der Reduktion von Ketoazidosen erwarten können. Das ganze Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Wir haben also Anfang des Jahres 1 Million Flyer versendet. Wir werden das Projekt versuchen, über 3 Jahre zu stemmen. Da sind natürlich Geldmittel erforderlich. Da hat uns die DDG unterstützt. Aber wir haben auch andere Geldgeber hier versucht zu aktivieren. Ja, wir sind gespannt. Im Moment ist es so, dass wir sagen können, das Projekt läuft sehr gut an. Wir bekommen wöchentlich auch Anfragen von Kinderärzten, die die Flyer schon komplett ausgegeben haben und wo wir nachschicken müssen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich spätestens im Herbst neue Flyer drucken müssen und die wieder versenden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Kapellen. Das klingt ja sehr vielversprechend. 1 Million Flyer sind da draußen bei den Kinderärzten und müssen anscheinend in Kürze sogar nachgedruckt werden. Die wichtigste Botschaft sind eben die Schlüsselsymptome: Durst, übermäßiges Wasserlassen, Gewichtsabnahme, auch Müdigkeit. Ein ganz wichtiger anderer Aspekt, den Sie angesprochen haben, ist sicher die Tatsache, dass die Flyer im Zusammenhang mit den U-Untersuchungen abgegeben werden. U-Untersuchungen, die Ende des ersten und dritten Lebensjahres stattfinden. Was ist denn mit den älteren Kindern? Wie kommt man denn an diese heran? Ja, also das ist natürlich eine gute Frage, aber wir haben jetzt unseren Fokus tatsächlich erstmal auf die Kleinkinder gelegt. Warum? Die Kleinkinder haben ein viel höheres Risiko, eine solche schwere Stoffwechselentgleisung zu kriegen als die Jugendlichen, die können viel länger sozusagen ausreichend trinken, um nicht in die Situation der Stoffwechselentgleisung zu kommen. Das können die Kleinkinder oft nicht. Und da geht die, da ist die Zeit von Beginn der Symptome bis zur stationären Aufnahme auch wesentlich kürzer als bei den Jugendlichen. Also die kleineren Kinder sind letztendlich einfach nochmal gefährdeter. Deswegen haben Sie ja jetzt den ersten Schritt dort angesetzt. Genau. Können Sie noch etwas dazu sagen, was die Corona-Pandemie in diesem Zusammenhang verursacht hat? Weil die hat ja sehr negative Auswirkungen. Genau, das ist eine wichtige Frage. Wir haben tatsächlich Daten aus dem deutschen DPV-Register. Das ist ein Register, wo fast alle Kinder und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes erfasst sind in Deutschland, während des Lockdowns erhoben und haben gesehen, dass während des ersten Lockdowns von März bis Mai 2020 tatsächlich die Rate an Kindern, die in so einer schweren Stoffwechselentgleisung aufgenommen wurden, sich verdoppelt hat. Das heißt, wir da deutlich, deutlich später die Patienten vorgestellt gekriegt haben in den Kliniken und dementsprechend die mit einer wesentlich schlechteren Stoffwechseleinstellung aufgenommen wurden. Also eine verdoppelte Zahl an Ketoazidosen in diesen Lockdown-Phasen. Und Grund dafür waren die Sorgen, Ängste der Eltern, dass sich die Kinder in den Kliniken infizieren können? Oder wie erklären Sie sich das? Also das ist die Erklärung wahrscheinlich, dass wir tatsächlich in dieser Zeit, das wissen wir ja, wir hatten wesentlich weniger Notaufnahmekonsultationen. Wir hatten wesentlich weniger Kinderarztkonsultationen und letztlich haben die Eltern wahrscheinlich Angst gehabt, in die Klinik zu gehen und sich mit dem Coronavirus anzustecken, ja. Wir haben dazu gleich einige Fragen im Chat, aber ich möchte an der Stelle gerne Frau Häusel mit ansprechen, weil Sie sind ja eine unmittelbar Betroffene als Mutter eines 15-jährigen Sohnes, bei dem jetzt vor 2 Jahren Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Also da war er 13, also ist nicht in diese Altersgruppe gefallen, über die wir gerade sprachen. Wie haben sich denn bei Ihrem Sohn die Symptome gezeigt und wie haben Sie die zunächst interpretiert? Wie war dann für Sie letztendlich der Weg bis zur Diagnose? Weil ich glaube, die Diagnose wurde relativ spät auch gestellt und Ihr Sohn war dann auch schon in einem relativ schlechten. Herr Döbler, jetzt hört man Sie nicht mehr. Also ich höre Sie zumindest nicht mehr. Die anderen hören mich auch nicht? Jetzt sind Sie wieder da. Okay, gut.
Die, okay. Haben Sie die Frage verstanden? Erzählen Sie einfach mal, wie die Diagnosestellung bei Ihrem Sohn stattgefunden hat. Also, er war 15, jetzt ist er, wird er 17 und wir dachten anfangs einfach 15 mitten in der Pubertät, also wir hatten daheim wirklich ein richtiges Pubertier, wie man es halt auch so kennt, verschwindet im Zimmer, verschwindet im Bad. Man hat erstmal gar nicht so mehr den direkten Kontakt auch und die verschließen sich ja dann auch, obwohl man bis dato ein super Verhältnis hatte und man denkt dann, was ist auf einmal los? Ja, und dann ist es gar nicht so, vielleicht zuerst gar nicht so aufgefallen, dass er abgenommen hat. Und das hat er tatsächlich. Also so fing das bei uns dann auch an. Er hat, zuerst dachten wir, er isst auf einmal so viel und nimmt dann aber trotzdem ab, was dann komisch war. Dann hatte er so eine Phase tatsächlich auch so rückblickend, dass er viel getrunken hat und viel zur Toilette dann musste. Dann war auch so, er war begeisterter oder ist eigentlich jetzt auch wieder so Mountainbiker und ist da immer mit seinen Kumpels rausgegangen. Immer weniger ging er dann raus, hatte keine Lust, war müde, hat einen Mittagsschlaf gemacht. Dann ging es weiter mit der Schule. Er war so, na, wie lief die Arbeit? Na, nicht so gut. Ja. Dann haben wir auch noch ganz viel mit ihm geschimpft und haben gesagt, hey, reiß dich mal ein bisschen zusammen, du kannst nicht immer alles auf diese Pubertät schieben. Ja? Uns war also die Krankheit, man denkt ja nicht, dass sein Kind krank ist. Man denkt ja, das hängt, also wir haben anfangs echt gedacht, das hängt alles mit dieser Pubertät zusammen. Weil wir es von unserer Tochter so gar nicht kannten, war das dann auch wieder, die ist älter, aber da war das anders. Und deswegen waren wir da auch gar nicht so sensibilisiert und wir waren halt auch gar nicht sensibilisiert, was Diabetes angeht, weil wir kannten es jetzt von den Omas und von den Opas in Form von dem Zweierdiabetes, aber halt sonst gar nicht und die sind alle so eher so ein bisschen ja, gut beieinander gewesen und fülliger und wir sind eine, sage ich jetzt mal, eine sportliche Familie und sind eher ein bisschen schlanker. Und selbst da sind wir immer noch nicht drauf gekommen, dass das, dass sich das um eine Krankheit handeln könnte. Genau, also es war dann so, dass diese Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule immer schlimmer wurden. Und dann ging es eigentlich, also das war so ein Zeitraum, sage ich jetzt mal, April bis Juni. Und hinten raus dann so die letzten, sage ich jetzt mal, die letzte Woche ging dann alles ziemlich schnell. Ich kann mich noch erinnern, also wenn man das jetzt gerade wieder so rückblickend alles aufarbeitet, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das ist so, ja, man kann es eigentlich nicht beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat. Er wurde immer müder, lag dann auch bei uns im Wohnzimmer auf dem Sofa an dem Tag. Seine Atmung hat sich dann auch noch verändert. Er hat auf einmal ganz flach geatmet, hat dann auch nicht mehr flüssig gesprochen, hat fast schon so, ich sage jetzt mal, gelallt. Und da haben wir es dann echt mit der Angst zu tun bekommen. Und haben dann aber, es war Freitagabend, was tun? Kinderarzt wahrscheinlich nicht mehr da. Und dann haben wir einfach die Tasche gepackt, wenn wir schon gespürt haben, irgendwas stimmt da gar nicht. Und sind dann eben in die Tübinger Kinderklinik gefahren. Ja, und so haben wir dann den Professor Neu kennengelernt. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich schalte mich noch mal kurz ein, da Frau Döbler gerade Probleme mit der Internetverbindung hat. Frau Häusel, also Ihr Sohn kam quasi als Notfall ins Krankenhaus und zu Herrn Professor Neu, ist das richtig? Ja. Herr Professor Neu, vielleicht möchten Sie was dazu sagen, wie der Sohn von Frau Häusel zu Ihnen kam. War das ein typischer Verlauf? Und können Sie vielleicht was dazu sagen, in welchem Zeitraum sich das so entwickelt hat?
und ob das typisch ist oder ein eher untypischer Verlauf? Ja, die Frau Häusl hat es ja geschildert. Zunächst einmal ging das eher langsam vonstatten und dann aber innerhalb von wenigen Tagen hat sich diese schwere Stoffwechselentgleisung entwickelt. Und das ist der typische Gang der Dinge, wie wir das als Kinderdiabetologen sehen. Als der Rick zu uns kam, war er dann bereits in einer schweren Ketoazidose mit erheblichem Flüssigkeitsverlust, mit einer massiven Verschiebung der Stoffwechselparameter. Und das ist durchaus eine kritische Situation und erforderte eine intensivmedizinische Intervention. Und die klassischen Symptome, die vorausgegangen sind, das hat ja Frau Häusl sehr eindrucksvoll beschrieben, waren genau die, die in dieser Kampagne aufgezeigt werden. Häufiges Wasserlassen, viel trinken, Gewichtsabnahme und Müdigkeit. Und das ist das Plakat, von dem der Dr. Kapellen vorher gesprochen hat, weil es uns wichtig ist, diese Situationen zu vermeiden, solche Situationen nicht entstehen zu lassen. Genau deshalb kämpfen wir für diese Prävention und sitzen hier. Mhm. Hier kam gerade auch noch eine Frage. Wie lange hat es denn dann gedauert, um die Stoffwechsellage zu stabilisieren bei Frau Häusl-Zuhn? Das ist üblicherweise eine Phase von 24 bis 48 Stunden. In Einzelfällen kann es auch schon mal 3 Tage gehen. Aber das ist die Phase, in der wir es schaffen, die Patientin zu rekompensieren. Und das hört sich ja nicht sehr dramatisch an, 1 bis 2 Tage Intensivbehandlung. Aber auch die Behandlung birgt enorme Risiken und ist durchaus eine gefährliche Behandlung und erfordert großes Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Ganz abgesehen davon, dass es für die Familie, Frau Häusl, und für den Betroffenen selber keine schöne Zeit ist. Frau Häusl, wie lange hat es denn etwa gedauert, bis bei Ihnen wieder der Alltag eingekehrt ist und Sie sich alle mit der Erkrankung vertraut gemacht haben? Also so insgesamt, dass wir uns sicher gefühlt haben, hat es bestimmt ein Jahr gedauert. So die ersten Erleichterungen waren dann vielleicht nach ein paar Monaten, sage ich jetzt mal. Vielleicht 3, 4 Monate, da wurde es besser. Aber gut, sage ich jetzt mal, so dass wir das Gefühl hatten oder dass man auch mal so den Gedanken zulassen konnte oder auch vergessen konnte, dass der Rick krank ist, das war so, sage ich jetzt mal, nach einem Jahr circa. Und eine weitere Frage kam gerade, wie hat Ihr Sohn das denn selber empfunden? Also wie hat er die Symptome empfunden und dann sich auch mit der Erkrankung arrangiert? Also als uns das schon auffiel und wir ihn immer gefragt haben, sag mal, wie fühlst du dich? Ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung, mir geht soweit gut, ich bin nur ein bisschen müde, ich habe nur ein bisschen Durst. Also da empfand er es, glaube ich, nicht als krankhaft und als richtig krankhaft oder wo er dann auch gesagt hat, jetzt will ich, glaube ich, lieber zum Arzt. Das war dann wirklich in dieser letzten Woche, wo alles so extrem schnell noch schlechter wurde. Und als es dann halt auch mit diesem schweren Atmen auch losging. Ich glaube, ab da war es dann so, dass wir gesagt haben, so jetzt kann irgendwas nicht mehr stimmen. Vielen Dank. Wir haben eine Frage von Frau Graf vom Diabetesjournal, die sie gerne mündlich an Herrn Dr. Kapellen stellen würde. Frau Graf, wir schalten Sie mal eben online. Jawohl, ich habe mich gerade mal freigeschaltet. Danke, Frau Hommrich. Ja, Herr Dr. Kapellen, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass die Ketoazidose zu Beginn des Typ-1-Diabetes die Steuerung im weiteren Verlauf erschwert. Es gibt ja wohl auch Hinweise, dass das nicht nur direkt den Glukoseverlauf beeinträchtigt, sondern auch kognitive Effekte hat, wenn eine Ketoazidose zu Beginn auftritt. Können Sie dazu noch mal was sagen? Denn das ist ja
verdeutlicht nochmal, wie wichtig das Verhindern der Ketoazidose ist. Also es gibt tatsächlich Daten dazu, nicht so sehr von den Kindern bei Manifestation, eher bei den Kindern im weiteren Verlauf zur Ketoazidose. Und früher hat man mal gedacht, schwere Unterzuckerungen wären so das größte Problem für die kognitive Leistungsfähigkeit. Heute wissen wir aber, dass wir genauso sehr hohe Blutzuckerwerte oder eine Ketoazidose vermeiden sollen. Wenn Sie jetzt natürlich eine richtig schwere Ketoazidose haben im Sinne eines beginnenden Flüssigkeitsverlagerung im Gehirn, im Sinne eines Hirnödems, so nennen wir das dann, dann haben Sie natürlich auch die Gefahr, dass Sie richtig neurologische Schäden durch so eine Ketoazidose davontragen. Es gibt auch Daten aus Australien von den Kollegen, die haben MRT-Untersuchungen gemacht bei den Patienten, die Ketoazidosen hatten, und da sieht man tatsächlich auch strukturell leichtere Veränderungen, die sich nicht alle wieder zurückbilden, auch nach der Ketoazidose, je nachdem, wie schwer diese Stoffwechselentgleisung war. Was das dann funktionell für Bedeutungen hat über die nächsten Jahre, solange laufen die Untersuchungen noch nicht, da kann man noch nicht so viel dazu sagen. Aber was wir schon wissen, wenn Sie so ein Hirnödem haben, dann haben Sie in mehr als der Hälfte der Fälle tatsächlich da auch bleibend neurologische Auffälligkeiten. Frau Kratz, ist damit Ihre Frage beantwortet? Ja, herzlichen Dank. Hier kam noch mal eine Frage für Frau Häusel, und zwar, also im Nachhinein lässt sich natürlich immer schwer sagen, was man vielleicht hätte anders machen sollen, aber was würden Sie betroffenen Eltern vielleicht raten, wann sie mit ihren Kindern zum Arzt gehen sollten? Ja, diese Frage, die haben wir uns auch ganz, ganz oft und ganz häufig gestellt. Die stellen wir uns eigentlich heute immer noch, aber jetzt nicht mehr so, dass es uns richtig belastet. Das hat zum Glück der Herr Professor Neu ganz gut mit uns hingekriegt, dass wir da durch sind. Ich würde jetzt so sagen, in dem Moment, wo dieser Gewichtsverlust erkennbar ist. Also ab da schon würde ich gehen. Also wenn ein Kind ordentlich isst und abnimmt, auch wenn es, sage ich jetzt mal, eine gewisse Größe hat, also der Rick, der war zu der Zeit, war der schon über 1,80 und war von vornherein zwar schmal, aber der hat ja richtig gut gegessen. Und das würde ich jetzt anders machen. Ich würde dann trotz gutem Essen und Abnahme würde ich zum Arzt gehen. Vielen Dank. Herr Professor Neu, Herr Dr. Kapellen, möchten Sie dazu noch was ergänzen? Was die Schlüsselmomente sind, wo Eltern aufmerksam werden sollten? Der exakt richtige Zeitpunkt, den zu benennen, ist schwierig, weil es schon auch etwas sehr Individuelles ist. Ganz generell würde ich sagen, wenn die Eltern das Gefühl haben, das ist nicht mehr meine Tochter, das ist nicht mehr mein Sohn, so wie er seither war, dann würde ich sagen, lassen Sie lieber mal schauen. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt keine weiteren Fragen erhalten. Herr Professor Lehnert muss jetzt auch schon in den nächsten Termin. Der Diabeteskongress läuft noch bis einschließlich morgen. Heute Nachmittag wird noch die Paul-Langerhans-Medaille verliehen, die höchste Auszeichnung der DDG. Ich sehe gerade, Frau Döbler ist wieder da. Liebe Frau Döbler, dann bitte ich Sie noch um ein paar Schlussworte. Sie können ruhig abschließen jetzt. Ich möchte mich nur entschuldigen, es ist alles zusammengebrochen gewesen. Das ist eben die Tücke des Online-Mediums, aber ich hoffe, Sie haben trotzdem alle wichtigen Botschaften unserer Referentinnen und Referenten heute mitnehmen können. Es tut mir sehr leid, dass ich gerade bei diesem wichtigen Thema hier diese Ausfälle hatte, aber ich glaube, Sie alle, nämlich Ihre Botschaften, die ankommen sollten, die sind angekommen. Wie wichtig es ist, wirklich die Prävention des Diabetes Typ 2 voranzutreiben, gerade auch mit Blick auf Kinder und Jugendlichen, wie wichtig es ist, wirklich Diabetes Typ 1 stärker in den Fokus zu nehmen, Früherkennung zu stärken, Eltern und Ärzte zu sensibilisieren, was es Schwerwiegendes mit dieser Krankheit auf sich hat und dass man frühzeitig da diagnostisch tätig werden muss.
Und ich freue mich sehr, wenn wir künftig über diese wichtigen Themen mit Herrn Professor Neu sicherlich noch öfter sprechen werden, dann sicherlich auch ohne technischen Störungen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen wunderbaren Kongresstag heute. Ihre Fragen, die Sie eventuell haben, können Sie auch gerne im Nachgang noch an uns stellen. Wir geben die an die Experten selbstverständlich weiter. Die stehen Ihnen gerne zu Rede und Antwort für Interviews zur Verfügung. Und in diesem Sinne bleiben wir im Gespräch, auf welchem Weg auch immer. Es wird garantiert gelingen. Alles Gute, einen schönen Kongresstag noch und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.